Herzlich willkommen zurück in Chicago in Watch Dogs mit unserem Hauptcharakter Aiden Pierce. Und ich habe schon unser nächstes Ziel ausgesucht und das wird dort vorne dieses Gangversteck sein. Und wieso passiert hier ein Autounfall? Könnt ihr alle nicht aufpassen? Blöder Unfall. Unfall. Geht ja schon gut los. Okay, die Karre ist bereit. Auffahrunfall wollte ich sagen. So, dann holen wir mal unseren Moped da vorne ab. Und dann düsen wir mal da vorne zum Gangversteck und räumen da ein bisschen auf. Wie sieht's denn mit unserer Munition aus? Ja, soweit ganz gut. Ja, bin ich. Komm rum. Ein Dampfrohr. Ein Gangversteck befindet sich hier in der Nähe. Den Zaun zerstört, wie kranke Leute. Na? Diese Gangster leben in ihrer eigenen Welt, wo sie unangreifbar sind. Egal, was sie tun. Es ist Zeit, den Typen in die Realität zu holen. So ein Spezialgebiet, Leute in die Realität zurückzuholen. Den ganzen Tag in digitalen Welten verbringen. Schrecklich sowas. Schauen wir uns mal um. Ein Elite-Gegner. So, damit hätten wir schon mal den ersten ausgeschaltet. Yo, wie? Sollen diese Dinger so blinken? Ich hab ja. Gehört. Oh, was zum Teufel? Wessen scheiß Handy? Oh, Scheiße! Fuck, das bin ich! Ach du Scheiße, ich geh gleich hoch! Du bist ein ganz schöner Idiot. Der andere wusste, was er tun musste. Ja, unser Ziel haben wir somit auch entdeckt. Ihr wisst doch gar nicht wen. Okay, jetzt haben wir zumindest einen kleinen Überblick über die Gegner, die sich hier befinden. Notrufzentrale, bitte nennen Sie die Art Ihres Notfalls. Hilfe! Hier wird geschossen! Hör auf, pack das Handy weg. Könnten Sie das wiederholen? Leg auf, sofort! Hallo? Bitte! Mann! Nein, ich verlasse das Missionsgebiet nicht. Ich musste nur die blöde Kuh da dran hindern, die Polizei zu rufen. Ihres Anrufes. Schicken Sie die Polizei her. Irgendein Irrer ballert hier wie wild rum. Hören Sie mich. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Mann, so hätte die Scheiße nicht kaufen sollen. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Yes. Da komm her. Leitstelle hier, haben grünes Licht für CTOS-Scan. Suchen jetzt nach Verdächtigem. Oh, fuck. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Na komm schon her jetzt. Scheiße! Ja. Sie soll hier irgendwie schnell wegkommen. Oh mein Gott, überall ist sie. Überall Cops. Rauf auf unser Fahrrad und dann weg hier. Und weg. Du rammst hier niemanden. Boah, Gott. Stehen bleiben, ich wiederhole sofort stehen bleiben. Wenn nicht? So. Schnell weg, da vorne ist der Kreis. Da haben wir den Suchradius. Der Cops ausgetrickst. Hier
Illegale. Verdächtiger ist weg. So. Schreib deine Fahndung aus. 6 Gangverstecke schon ausgehoben. Tipptopp. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier zur Kampagne und machen da mal noch einen weiter. Oder den Konvoi oder die Kampagne? Machen wir die Kampagne. Wir machen so viel nebenbei, da können wir auch mal ein bisschen in der Story vorankommen. Schadet ja auch nicht. So gar nicht. Nein. Das ist Dampfrohr. Autschi. Das beeinträchtigt auch extrem unsere Sicht. So, viele Dinger von. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit der CDOS-App spiele und dann versuche, andere Spieler auszuschalten, das klappt sowas von gar nicht. Wo der Spieler dann die Checkpointe abfahren muss und wir ihn dann hindern müssen. Na, ich bin jetzt auch erst Level 1, aber irgendwie ist das echt knifflig. Ich habe es bisher, glaube ich, nur noch gar nicht geschafft. Und dann beginnen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren. Damit du es weißt, du bist ab sofort nicht mehr auf meinem Raster. Rossi Fremont. Sie hatten so viel vor mit dem Viertel. Gebracht hat's nur, dass jetzt alle Banden unter einem Dach sind. Von der Stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch Wohnblockgemeinschaften. Was ist mit den anderen? Die spielen mit oder ziehen weg. Ich werde mich mal umsehen. Herausfinden, was die so machen. Okay. Klingt ja schon mal nicht so easy. Hm. Auf dem Gelände gibt es wohl auch keine Kameras, wie es aussieht. Okay. Tasten wir uns nochmal vorsichtig ran. Erstmal hier gemütlich was Leises in die Hand nehmen. Damiens IP zeigt irgendwo hier hin. Die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut. Allein komme ich da nie rein. Okay, ich schleiche mich in ihr Netzwerk. Und dann können wir einen Blick hineinwerfen. Ja, das sollte unser... Hier ist bestimmt irgendwo eine Kamera, oder muss es doch geben. Huh, ich habe keine Waffe. Hab JJ gestern mit einer Kleinen gesehen, Mann. Was? Hilft sie, JJ? Ja! Yep. So? Scheiße, Mann. Den Wichser werde ich versetzen. Hier ist der. Geh weiter. Scheiße, Mann. Ihn hat erwischt. Ja, hat. War ein tragischer Unfall. Kennt ihr doch. Ups, schnell wieder weg. Ach, ganz schön viele unterwegs. Was hupt denn da hinten eigentlich die ganze Zeit? Der geht mir auf den Sack. Der stört meine Konzentration. Deckung. Okay. Ach, jetzt kommen die alle so nah. Naja, da ist was zum Radazong machen. Tschüss. Ach, da oben haben wir noch einen Scharfschützen. Schalten wir als erstes aus, würde ich sagen.
einem Kopfschuss. Na? Da kommt keiner. Haben wir den hier? Gleiches Spiel. Na? Was ist das für ein... Du explodierst. Tja, selber schuld. Da muss man sogar rangehen. Nein, hier ist niemand. Kommt nicht auf so Ideen, nach mir zu suchen. So. Mal eins hätten wir. Wie sieht's denn aus? Die Viceroys haben das CTOS in Rossi Fremont deaktiviert. Sie haben es komplett umgeleitet. Und nicht nur das CTOS ist offline. Das ganze Gebiet. Diese Leute. Man kommt sich vor wie in einem Kriegsgebiet. Das erklärt, warum Blum nichts repariert. Blum hätte das Geld, sich darum zu kümmern. Das passt nicht. Ja, aber da muss man ja hier sich mit den Minderheiten im Ghetto auseinandersetzen. Na, wozu sollten sie das tun, wenn sie die Rest kontrollieren können? Die bekriegen sich ja schon selber in dem Bau. Da brauchen sie sich garantiert nicht einmischen. Brauchen nur warten, bis sie sich alle gegenseitig niedergemacht haben. So, schön vorsichtig. Böser Container. Oh. Lucky glaubt, dass sich alle Probleme mit einer Waffe lösen. Muss es mal begreifen. Dieser Rächer, der jeden verfolgt. Das ist die neue Art von Killer, mit der wir es zu tun haben. Eine Waffe kann nur ein Problem lösen. Wenn du jemanden schnell töten musst. Scheiße, was, wenn du deinen Gegner nie siehst? Was, wenn er dich erledigt, ohne dass du ihn triffst? Mir wird das nicht passieren. Und ich werde in der ersten Reihe sitzen, wenn er den Club ausschaltet. Und was mich betrifft, mein Kram ist sicher. Der Scheißkerl kann dir gar nicht. Meinst du also, dass du vor mir sicher bist? Das ist ja eine mutige Vermutung. So, nächster nieder. Und da haben wir den letzten Kasten. Damit sollte das Gebiet wieder online sein. Okay, den Turm freischalten. Fast geschafft. Ich glaube, die Viceroys werden von Chicago gewaltig unterschätzt. Die Typen wissen, was sie tun. Also wird alles noch komplizierter. Ja. Langsam mache ich mir Sorgen, was wir da drin finden. Bin ich auch mal gespannt, wenn die die Fähigkeiten haben, hier alles auszuschalten. Und sich vom System zu verbergen. Haben sie bestimmt noch ein bisschen mehr drauf. Dass man auch überhaupt nicht hüpfen kann. Ah, noch ein Audiolog. Ja, verpiss dich, ich nehme auf. Alles klar, los geht's. Mein Vermächtnis. Irax Vermächtnis. Lucky Quinn bekommt den ganzen Respekt. Die scheiß Mumie und sein Schlägertrupp sind das alte Chicago. Er lebt immer noch in den wilden 20ern, der Typ. Ich hab ein paar Deals mit dem alten Sack am Laufen, aber ich vertraue ihm nicht. Und er mir nicht. Sprechen wir dieselbe Sprache. Okay. Holen wir das Gebiet zurück ins System. Zumindest in unseres. Das Gebiet verlassen. Ja, das sollte kein Problem sein. Na gut, zurück zum Bunker. Ich guck mal, was Rossi Fremont so versteckt. Natürlich geht's hier nirgendwo raus so einfach. Ah, hier ein Tor. Oh, ein Auto steht auch bereit, das ist ja super nett hier. Und auch noch 100 Dollar im Handschuhfach liegen. Wieso habe ich nie so viel Geld im Auto? Wahrscheinlich, weil ich nicht so viel Geld übrig habe. Das sollte reichen.
Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwesterin. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Schockiert oder verängstigt? Was für ein Schweigen war das jetzt? 1000 Erfahrungspunkte. So, dann wollen wir wieder zum Bunker. Mit unserem Family Van. Tobias, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich habe herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich habe da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Warte, sowas habe ich mal gesehen. Findest du die Quelle? Ja, genau. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Alles klar, wenn du meinst. Waffenhandel. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools. Und in der Nähe befinden sich jeweils ein Audiolog. Finden Sie alle neuen Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten und mehr über deren geheime Hintergründe zu erfahren. Im Fortschrittssatz können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. Tada! Naja, da haben wir schon die Hälfte oder sowas gefunden. Können wir mal kurz reingucken. Ups, Fortschritt. Das ist, glaube ich, unter Untersuchung. Da, Waffenhandel. 4. Schauen wir noch mal hier auf die Map. Mappy Map. Und da haben wir den Bunker. Eigentlich müssten wir ja auch von hier auf blablabla von dieser Seite auch raufkommen. Huch, da ist eine neue Waffenkiste. Die war vorher nicht dort zu finden. Machen wir da kurz eine Spritztour hin. Ja. Wir müssen eh in die Richtung, dann müssen wir halt gerne mal kurz ein Stück zurückfahren. Mit unserem Töfter Fan hier. Töfter Fan, Töfter Fan. Töfter Fan. Nachrichten? Angesichts anhaltender Gewalt in Rossi Fremont hat Bürgermeister Rushmore diese in einem Statement verurteilt und die Gründung einer Taskforce angekündigt, die die Vorfälle untersuchen soll. Viele Einwohner von The Walls halten die Taskforce für eine PR-Veranstaltung, die nichts erreichen wird. So wird es wahrscheinlich auch sein. Das meiste ist Politik. Politik und Marketing. So. Schon offen? Offensichtlich. Actionrolle. Na, mein Kistlein? Wo haben wir das Audio? Eine Lieferung wurde geholt, bevor das Ziel sie sich schnappen konnte. Ich bin... Da. Nummer 4. Eine Lieferung wurde geholt, bevor das Ziel sie sich schnappen konnte. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Hoffen wir, dass am Ende des Regenbogens ein Topf voll Gold wartet. Zumindest ein paar ordentliche Festnahmen. Okay. Wie es klingt, sind es wirklich Polycops. Polycops. Ja. So. Wollen wir mal zurück zum Bunker. Rally. Dum, dum, dum. Crash-Boom.
Na, wir sind hier auch vollkommen falsch. Nicht blind aufs Navi hören. Kann man ganz, ganz weit falsch landen. Crash, bumm. Wo laufen wir vor das Auto? Da. Wo haben wir die Gleise? Da sind die Gleise. Dem folgen wir jetzt einfach. Bevor wir wieder ins Wasser fahren, sehen wir unsere Brücke. Sollte die Musik ausmachen, das gibt sonst noch wieder Ärger. Gar nicht mitbekommen, dass sie an ist. Rücklein predig. So schön, dass hier einfach mal so ein Auto mitten in der Gegend rumsteht. Schwachstelle erkannt. So. Das ist auch niemand folgt. Gehen wir es wieder zurück. So, wo war jetzt der Eingang? Ups. Omas Bulldogge. Das klingt interessant, das müssen wir jetzt aber schnell durchziehen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge Watch Dogs starten. Also bis dann.